herzlich willkommen zu unserem zweiten Co-Creation Day. Wir hatten den ersten im April und heute, zwei Monate später, sind wir wieder da, weil wir natürlich in der Zeit mit unserem Produkt weitergekommen sind. Das ist uns bei MOIA besonders wichtig, ganz, ganz früh Menschen, Bürger der Stadt, potenzielle zukünftige Kunden mit einzubinden. Ich war wahnsinnig aufgeregt. Das ist der Moment der Realität, wo man wirklich ein Feedback bekommt und weiß, das ist authentisch. Und das sind meine Kunden. Im Vergleich zu dem ersten Co-Creation Day hat sich einiges getan. Ich habe gesehen, dass es jetzt eine Einstiegsstange gibt. Also mich stört schon sehr, wenn ich zu lange auf einen Bus warten muss. Dass ich anstehen muss. Viele Autos, aber auch rücksichtslose Fahrradfahrer. Parkplatzsuche ist das Furchtbarste in Berlin. Lärm, Stau. Überfüllte Bahnen und Busse. Dieses Konzept ist wunderbar. Es schließt meiner Meinung nach die Lücke zwischen öffentlichen und Taxi und Carsharing. Ich freue mich da wahnsinnig drauf. Ich habe schon oft zu Freunden gesagt, oh Mann, wenn MOIA kommt, dann haben wir nicht mehr das Problem, von der Feier irgendwie nach Hause zu kommen, sondern dann nehmen wir unser MOIA-Shuttle. Ich würde es gut finden, wenn unsere Ideen, unsere Anregungen mit aufgenommen werden. Mich überrascht, wie stark auch die Leute sich ins Detail hineindenken und überlegen, wo könnte ein Kleiderbügel sein, wie müsste die Stoffstruktur sein, wo kann eigentlich ein Display genau fokussiert werden. Also das ist natürlich extrem positiv.